Was macht dich im Leben glücklich? Ach so, gibt es mehrere Sachen eigentlich, ne? Aber die beste Sache ist, wenn ich einen Urlaub nehme. Nach Ausland fahren. Das macht dich glücklich? Ja, die beste Sache im ganzen Leben ist das. Was macht mich im Leben glücklich? Meine Familie macht mich im Leben glücklich. Meine Freunde aus der Schule und so. Und ja, das war's eigentlich. Komm. Ich. Was mich wirklich glücklich macht, egal wie traurig ich bin, ist Musik. Irgendwie fängt mich das immer. Und ich weiß nicht, das gibt mir immer so Hoffnung. Also egal in welchem Zustand ich bin, Musik macht mich immer sehr glücklich. Also zum Beispiel auch, du weißt ja, wie sehr ich meine Heimat liebe. Diese Heimat, die Musik ist dann so meine Familie, so das fängt mich, das ist so schön. Und dann auch gleichzeitig, wenn ich zum Beispiel in meiner Heimat bin, dann fühle ich mich geborgen, aufgehoben. Wenn ich allein auf einer Reise bin, so, oder ein gutes Buch lese und dann irgendeine schöne Stelle finde, und dann bin ich richtig glücklich. Dann bin ich so den ganzen Tag, denke ich, an diese eine Stelle, in diesem Buch noch, und denke mir so, oh mein Gott, wie schön ist das Leben. Wenn ich Menschen helfen kann und ich sehe, dass meine Hilfe ankommt und dass es etwas bringt für beide Menschen, dann klappt das, wenn es funktioniert. Das macht mich glücklich eigentlich dabei, und das ist der Rest ist automatisch. Der Rest. Das, was mich im Leben glücklich macht, ist die Freude meiner Kinder. Da ich eine alleinstehende Mutter von 3 Kindern bin, ist es manchmal schwer, jedem Kind gerecht zu sein, beziehungsweise die einzelnen Wünsche zu erfüllen. Trotz dennoch verliere ich nie meine Motivation und meinen Ehrgeiz und sorge dafür, dass die Freude in den Augen meiner Kinder nie erlöschen. Und das ist das, was mich im Leben wahnsinnig glücklich macht. Mein Glück sind meine Kinder. Oh, da gibt es eine ganze Menge, was mich glücklich macht. Meine Familie an erster Stelle, meine Kinder und meine Enkelkinder. Also, dass man da sieht, ich sage jetzt gerade so bei der Kleinen, die ist 5 Monate alt, also wie die Tag für Tag, wie sich das alles verändert und sie halt auch ihren Weg dann macht, wo man so unterstützend mit einwirken kann. Was macht mich noch glücklich? Ja, gute Beziehung macht mich glücklich, die man dann hat, wo man mit Menschen sprechen kann, also mit dem Partner sprechen kann über alles. Das sind glückliche Momente für mich. Dieser Moment ist gerade richtig toll und macht mich glücklich, wenn ich hier die Natur sehe, was dann im Frühling weitergeht und wo man die Blumen sieht, wie die wachsen und blühen und sich das alles draußen eben verändert. Und wenn man so für sich ehrlich ist, ist Glücklichsein ja eigentlich die Zufriedenheit mit sich selber. Und wenn man mit sich selbst zufrieden ist, hat man an den kleinsten Dingen ganz viel Freude und das kann einen unheimlich glücklich machen, Tag für Tag. Das heißt für mich Glück. Boah, gute Frage. Ne? Also Glück ist ja nicht so einfach zu beschreiben, aber jetzt für mich persönlich ist es eigentlich so, dass das auch schon viele kleine Sachen sind. Ne? Also es ist gar nicht so diese große Sache, sondern wenn du morgens aufstehst und die Sonne scheint schon, ist schon mal Glück. Wenn es deinem Partner, deiner Familie gut geht, ist es Glück. Wenn du weißt, es ist was im Kühlschrank drin, du kannst hast was zu essen, du hast ein Dach über dem Kopf. Ne? Das sind alles so Sachen, die das Glück so definieren für mich persönlich. Ne? Es sind nicht die großen Sachen, mehr so die kleinen und auch das Positive zu sehen. Ne? Es gibt ja leider viele Menschen, die schauen sich eigentlich mehr so das Negative an und sind da natürlich unglücklich. Ich versuche es immer ein bisschen anders zu sehen. Natürlich sind die Zeiten gerade jetzt durch Corona nicht toll. Aber es gibt trotzdem viele positive Sachen. Und wenn man die sich anschaut, dann ist es auch gar nicht so schwer, glücklich zu sein. Und wenn man dann noch
andere Leute dadurch anstecken kann mit seiner positiven Einstellung und merkt, dass die plötzlich auch glücklicher werden, macht es einen auch selbst wieder glücklich. Ne? Und ich war gestern zum Beispiel, war das Wetter richtig schön, da war ich um 10 Uhr joggen, ne? Von zu Hause 8 Kilometer, schweinekalt, aber super Luft und das strahlt auch so Glückshormone aus. Ne? Dann am Anfang denkst du, oh, muss ich das jetzt wirklich machen? Aber wenn du dann läufst und läufst und mit jedem Schritt merkst du plötzlich, wie auch so ein Lächeln in dein Gesicht kommt. Ne? Und die Leute, die entgegenkommen, grüßen dann auch oder du grüßt die auch. Und dann merkst du auch, das ist so das Glück, was man haben kann. Ne? Und das ist für mich, was mich für mich Glück definiert, ist wirklich so diese Kleinigkeiten. Ne? Und viele Kleinigkeiten sind dann ein großes Glück. Und ich freue mich auch immer, wenn ich andere Leute dadurch einstecken kann. Sagen, komm, mir geht's gut, komm, dir geht's auch gut. Ne? Das ist eigentlich schon alles. Ich finde das erstmal eine schwierige Frage, aber ich hätte spontan als erstes geantwortet, auf jeden Fall Freunde und Familie. Also Zeit mit denen einfach zu verbringen, aber auch sehen, wie sie selber glücklich sind. Also wenn man vielleicht auch irgendwas tun kann, dass es denen besser geht. Ja, und vielleicht auch einfach Sachen, die mir Spaß machen. Also wenn ich irgendwie was entdecke, wofür ich eine Leidenschaft entwickeln kann und wo ich auch merke, dass ich anderen Leuten helfen kann. Also ich glaube, das macht mir total Spaß und macht mich total glücklich. Ja, ich glaube, das ist eigentlich so der Kern davon. Also, ja. Gut. Boah, vor kurzem hätte ich wahrscheinlich noch Familie, Freunde oder Freundinnen gesagt. Jetzt würde ich wirklich sagen, ist so ein bisschen der berufliche Erfolg, würde ich sagen. Das ist schon immer so ein Erstreben gewesen, als ich noch kleiner war, als ich jünger war. Und auch jetzt, dass man das Unternehmen, was man sich aufgebaut hat, dann auch irgendwann zum Erfolg gebracht hat oder zum Erfolg bringt. Und das ist für mich irgendwo dann auch für mich Glück oder auch irgendwo Erfolg. Und für mich ist Erfolg dann am Ende auch irgendwo Glück, weil man kann heutzutage eigentlich Erfolg haben, nur mit Glück irgendwo auch haben. Ne? Und die meisten Sachen im Unternehmen sind halt nur mit Glück passiert irgendwo. Und demnach, das ist für mich irgendwie Glück. Super. Ja, super. Also ich glaube, ich habe ein ziemlich glückliches Leben. Und wenn ich da so im Einzelnen drüber nachdenke, also kann ich sagen, also ich habe ein Zuhause, wo ich ankommen kann. Ich habe Freunde, ich habe Familie und ja, ich habe so eine Art Lieblingsband mit und das ist so eine Punkband und die hat so einen Song, da geht es darum, ne, auch was man macht einen glücklich und ich glaube, da finde ich mich ziemlich wieder. So ein kleines bisschen Chaos und jemand, der mich liebt und ich finde das, das ist so eine schöne Aussage. Also ich brauche immer so ein bisschen Chaos um mich rum und ja, beliebt zu werden ist halt total super und im Grunde von Freunden, vom Partner oder auch vom Kind und wenn ich da so dran denke, ich habe einen 8-jährigen Sohn und wenn der mir einen Kuss auf die Wange geben will, weiß ich schon, der schlabbert mich gleich richtig ab und ja, dann tue ich immer so, als ob ich das nicht schön finde, so ein bisschen spaßig, aber eigentlich finde ich das total super, weil das zeigt ja auch, ne, wie gern er mich hat und das macht mich halt voll glücklich. Also wenn zum Beispiel meine Familie gesund ist, wenn ich viel Zeit mit denen verbringen kann, einfach wenn ich auch gesund bin, wenn es mir gut geht, dann bin ich glücklich. Ja. Was macht dich im Leben glücklich? Was macht mich? Menschen zu helfen macht mich sehr glücklich. Und verreisen macht mich glücklich zum Beispiel. Ne? Verschiedene Leute zu sprechen macht mich glücklich. Also sehr vieles kann mich glücklich machen. Auch Kleinigkeiten können mich glücklich machen. Zum Beispiel, wenn ich manchmal freie Zeit habe, dann gehe ich raus, gucke mir einfach die Vögel an oder die Natur. Das macht mich auch glücklich. Also ich kann mich auch sehr gut mit der Natur beschäftigen und das macht mich glücklich. Was macht mich glücklich? Die Antwort hängt, glaube ich, sehr stark von der Situation ab, in der ich mich befinde. Jetzt spontan sind es zwei Dinge, die mir sofort in den Kopf gekommen sind. Zum einen am Strand entlang laufen, mit den Füßen im Wasser, im Sand sitzen und aufs Meer schauen. Zum anderen, wenn sich jemand, der mir viel bedeutet,
nach langer Zeit wieder bei mir meldet. Hallo, Anja? Nix. Was ist da? Was ist da? Wo ist dein Ball? Wo ist dein Ball? Wo ist dein Ball? Wo ist der Ball? Ich finde, wenn man Ziele hat irgendwo und sich da auch wirklich für begeistert, dann macht das schon seinen richtigen Weg. Ja. Das ist einfach so. Ne? Also, dass man sich nicht von anderen davon abbringen lässt. Ne? Mhm. Das ist meistens immer so bei vielen eigentlich, dass sie also ihre Ziele nicht wirklich verfolgen. Ne? Weil da immer irgendwelche Menschen sind, die da so zwischen Rudern, ne? Ja. Leider. Hallo liebe Freunde, mein Name ist Bilal Hassa und ich habe mir dieses Projekt vorgenommen. Bei diesem Projekt habe ich mir sowohl bekannte als auch fremde Menschen befragt, was sie denn im Leben so glücklich macht. Im Video konntet ihr die jeweiligen Antworten sehen und hören und ich würde mich sehr freuen auf eure Kommentare und die Unterstützung für die nächsten Folge. Für mich persönlich bedeutet Glück zu sein, dass man ein Dach über dem Kopf hat und ein Zuhause hat. Außerdem noch gute Freunde und Familie und natürlich die Gesundheit. Glücklich zu sein hängt nicht mit materiellem Reichtum zusammen. Das Schönste am glücklich zu sein, dass man das Glück mit anderen Menschen immer teilen kann. Anderen Menschen zu helfen und sie an meinem Glück teilhaben lassen. Das macht mich sehr glücklich. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was euch besonders glücklich macht. Bis zur nächsten Folge.